Liebe Pfeifenfreunde, heute wollen wir uns mit der Thematik Plug-Tabake beschäftigen und Ihnen im Anschluss daran drei neu kreierte Eigenvarianten vorstellen. Nun, was versteht man unter einem Plug-Tabak und warum komprimiert man den Tabak zu solch einem kubischen Würfel? Um das zu verstehen, müssen wir uns auf eine ca. 200-jährige Zeitreise begeben. Zu dieser Zeit waren Schiffe der Handels- oder Kriegsmarine oft monatelang, manchmal sogar jahrelang auf See unterwegs. Für fast jeden Seemann war seine Tabak- und Rumration meist wichtiger wie die Heuer. Während der Rum, sofern der Korken dicht war, sich beständig in der Buddel hielt, gammelte der Tabak nach längerer Zeit vor sich hin. In heißen Klimazonen trocknete er zumeist aus, dagegen schimmelte und faulte er in feuchtheißen Gebieten und nördlichen Gefilden. Die Haltbarmachung von Lebensmitteln stellte schon für die alten Sumerer und Babylonier ein großes Problem dar. Sie fanden heraus, dass man Fleisch beinahe unbegrenzt haltbar machen kann, indem man es einpökelte. Und denen schauten die Tabakverarbeiter und die Seeleute etwas über die Schulter. Man verwendete zwar kein Salz, wie beim Pökeln, sondern bediente sich anderer biochemischer Erkenntnisse aus dieser Konservierungsmethodik. Indem man den Tabak mit viel Druck hoch verdichtete, konnte die Gesamtoberfläche um ein Vielfaches verringert werden. Dies reduzierte zu einem den Feuchtigkeitsschwund und verringerte die Einfallportale für Pilze und Bakterien. Hinzu kam ein positiver Effekt, den man zuvor nicht gekannt und einkalkuliert hatte. Die Fermentation unter Druck und Wärme. Dies war einer der ersten großen Meilensteine bei der Kultivierung von Rauchtabaken. Nun, wie ist ein Plug beschaffen? Meist handelt es sich genauso um Blends, wie dies bei den Kulttabaken auch der Fall ist. Also eine Mischung aus verschiedenen Grundtabaken. Manchmal auch angereichert mit Würztabaken. Bei einem Krüllschnitt zum Beispiel werden die verschiedenen Tabaksorten bzw. Provenienzen getrommelt und vermischt. Bei einem Plug wird das Blendrezept durch ein geordnetes Übereinanderschichten der jeweiligen Tabake umgesetzt. Dies entspricht in etwa genau dem Prozedere bei der Herstellung einer Zigarre. Fertige Flake-Tabake werden mit scharfen Schneidmaschinen vom Plug-Block filettiert. Vor hunderten von Jahren musste dies der Raucher selbst mit einem scharfen Messer erledigen. Der Vorteil der Plugs gegenüber der Flake-Portionierung liegt in der Nachfermentation. Diese bewirkt zusätzlichen Eiweißabbau und begünstigt das harmonische Verschmelzen der Grundtabake. Doch nun zu unseren drei neuen Plug-Varianten, die Ihnen Herr Kirschig nun vorstellen wird. Hallo liebe Pfeifenraucher. Es freut mich, dass ich jetzt auch wieder dabei sein darf, um die neuen Plugs von Falcom zu testen und ein erstes Urteil dazu abzugeben. Ich war etwas überrascht, als der Herr Falcom vor einiger Zeit auf mich zukam und sagte, dass es jetzt auch Plugs im Falcom-Sortiment geben wird. Und natürlich habe ich gleich gesagt, okay, mache ich gern wieder mit beim Test, weil ich ganz gern auch mal einen Plug rauche zu Hause. Und es ist ein, wie ich finde, recht besonderer Plug dabei, wo ich jetzt so auf dem deutschen Markt erstmal aus dem Stegreif keinen kenne, der vergleichbar ist, denn wir haben einen Aromatenplug dabei, was ich auch sehr interessant finde. Und er schmeckt auch hervorragend. Ich habe ihn gerade hier in der Pfeife. Aber erstmal generell ein paar Worte zu den Plugs. Also die Plugs sind alle, wir haben das ja vorhin schon mal im Bild gesehen, die Plugs sind alle in dieser Portionsgröße hier abgepackt. Lassen sich hervorragend schneiden. Ich verwende zum Schneiden immer eine relativ dünne Klinge. Was sich da bewährt hat, ist einfach ein gutes altes Schweizer Messer oder jedes andere Messer, das eine relativ dünne Klinge hat. Ich habe die Plugs also so versucht, ich habe mir dünne Scheiben abgeschnitten vom Block, habe die Scheiben dann aufgerieben, also quasi einen Ready-Rub hergestellt. Und den habe ich dann aus verschiedenen Pfeifenköpfen geraucht. Wie gesagt, prinzipiell, Plug lässt sich gut schneiden. Man muss halt ein scharfes Messer haben, das ist ganz wichtig. Und die Klinge sollte nicht zu dick sein, weil es sonst eben auch Probleme geben kann beim Schneiden, ganz einfach. Ja, fangen wir mal an mit dem Perik Plug.
Das ist also ein Plug aus verschiedenen Virginias und Perique. Was mir hier total gut gefallen hat, ist, man riecht den Perique schon ganz deutlich auch aus dem Tabak raus, aus dem Plug heraus. Ja. Ist ja oftmals bei Perique-Blends jetzt nicht unbedingt der Fall, dass man da sofort den Perique rausriecht, aber hier ist es ganz deutlich. Man riecht sofort dieses Säuerliche, riecht man heraus, hat eine gewisse Erdigkeit auch. Wenn der Plug so aufbereitet worden ist, lässt er sich also ganz einfach stopfen und auch anzünden. Also das gilt auch hier wieder für alle drei Plugs. Konditionierung ist hervorragend. Zweimal nachfeuern, maximal dreimal, und dann brennt er auch sauber runter bis zum Schluss. Bei dem Perique ist es so, es ist ein typischer Virginia Perique Blend, der schön süffig ist. Der hat aber doch trotzdem eine Eigenständigkeit. Und zwar auch hier ist es so, wie im Geruchsbild auch, dass man ganz deutlich beim Rauchen auch den Perique merkt. Und zwar nicht nur mit einer Spritzigkeit, sondern auch mit einer gewissen Säuerlichkeit. Also das ist, erschlägt einen nicht, aber man merkt das ganz deutlich, dass ein Perique drin ist. Und auch man hat diese Säuerlichkeit, habe ich so jetzt auch noch nicht gehabt bis jetzt. Also eine schöne Sache, gefällt mir echt gut. Jeder, der Virginia Perique mag, ich mag ihn ja auch, zum Beispiel Marlin oder auch einen Old London Pebble Cut, geht in die Richtung, ist aber wirklich eigenständig vom Geschmack her, sollte man dann auf jeden Fall mal probiert haben. So, kommen wir zum nächsten Vertreter. Das ist der Latakia Plug. Auch da gleiche Portionierung natürlich, Konditionierung optimal, auch Schneidemethode habe ich genauso gemacht, also Streifen runtergeschnitten, aufgerieben und in die Pfeife gestopft. Ja, beim Latakia merkt man ganz deutlich schon beim Auspacken, dass man einen Latakia-Tabak in der Hand hat. Man riecht es ganz deutlich, ganz leicht unterlegt von so einer leichten Süße. Aus der Pfeife heraus keine Überraschung, also auch hier typischer Latakia-Tabak. Hat eine leichte Cremigkeit, nicht ganz so extrem jetzt wie bei anderen Tabaken, aber er hat sie, es ist eine leichte Cremigkeit da und eine schöne Virginia-Süße. Tabak brennt ganz sauber runter bis zum Schluss und hält auch seinen Geschmack. Also auch da von mir für Latakia-Freunde Empfehlung. Der Latakia Plug. Ja, und dann last but not least, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, vielleicht hat man es gemerkt, der hat mich wirklich begeistert. Und zwar ist das der aromatisierte Plug. Und das ist ja wirklich was Eigenständiges, weil mir ist jetzt auf dem deutschen Markt kein aromatisierter Plug bekannt. Und in dem Fall ist es wirklich auch so, ich habe den hier in der Pfeife, dass das Aroma nicht überbordend ist, sondern es verbindet sich super angenehm mit den Tabakaromen und macht den Tabak wirklich total rund. Aus der Packung heraus riecht man, dass man einen Aromaten in der Hand hat. Meine erste Assoziation war Honig und irgendwas Fruchtiges, wobei das nicht wirklich für mich zumindest zu differenzieren ist, um was für eine Frucht es sich da handelt. Vielleicht auch noch so eine leicht alkoholische Note, so ein bisschen wie so ein Likör. Ja? Gleiche Schnittart wie bei den anderen auch. In die Pfeife eingebracht, auch zwei bis dreimal nachgezündet und dann brennt er wirklich sauber runter. Und aus der Pfeife ist es dann wirklich richtig toll, weil man hat den Tabakgeschmack, also es ist hier eine Mischung aus Virginia, einem relativ hohen Burley-Anteil und ein bisschen Black Cavendish. Und diese Tabakaromen verbinden sich wirklich ganz rund
mit den Aromen, die dazugegeben wurden, zu einem total tollen, runden, leicht süßlichen Geschmack, der wirklich gut gefällt. Und auch der hält wirklich bis zum Ende der Pfeife an. Also da war ich wirklich begeistert. Also und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Bindeglied zwischen den Rauchern, die jetzt eher naturnahe Tabak rauchen. Und da sind ja in der Regel die Plug-Tabake zu finden. Und da haben eben auch Aromatenfreunde mal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal einen Plug-Tabak aus, der aromatisiert ist. Und ich denke aber auch, dass die Freunde von naturnahen Tabaken hier eher Freude haben werden an dem Tabak. Also für mich ganz klar, man hört es schon raus, das ist mein Favorit aus den dreien, der Aromatenplug von Falcum. Ja, dann wünsche ich, die Tabake sind ja demnächst hier verfügbar, viel Spaß dabei, die Tabake selbst auszuprobieren. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dieser kleine Beitrag hat Ihr Interesse geweckt. Diese drei Plug-Tabake sind in Kürze bei uns verfügbar. Es war schön, Sie hier zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.